Und wir haben im Inneren eine völlig neue Strukturierung der Räume vorgenommen, eine Reinigung der Architektur von allem historischen Dekor, der sich aus den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts ergeben hat. Nicht aus dem ursprünglichen Zustand, weil der ursprüngliche Zustand ist beklagenswerterweise überhaupt nicht dokumentierbar. Das Gebäude war fast vollkommen zerstört im Zweiten Weltkrieg, wurde dann nach langem Zögern erst wieder aufgebaut und mit einer architektonischen Form im Inneren versehen, die uns heute als nicht mehr angemessen erscheint. Aber das ist nicht allein der Grund, warum diese Sanierung so umfänglich vorgenommen wurde, sondern vor allen Dingen auch, um das Gebäude klimasicher zu machen, die Räume großzügiger zu gestalten, neue Räume hinzuzugewinnen, die verschüttet lagen, und vor allem im Untergeschoss einen Sonderausstellungsbereich zu gewinnen, den es vorher auch nicht gab. Der Besucher hat eine größere Klarheit, er wird nicht abgelenkt von baulichen Details, von Geschmacklichkeiten. Er kriegt auch nicht mehr, wie es vorher eigentlich üblich war, so in der didaktischen Euphorie der 70er Jahre, er kriegt keine großen Raumtexte mehr, sondern er erlebt die Kunst ganz unmittelbar und klar. Und er kann sich in der Chronologie bewegen, er kann folgen im Gang der Kunstgeschichte, er kann aber auch ausscheren, er kann Schwerpunktsetzung vornehmen, er kann von der Gegenwartskunst einsteigen, zurück in die klassische Moderne wandern. Alles das sind Bewegungen, die dem individuellen Zuschauer überlassen bleiben. Wir breiten das Angebot aus, wir haben den Spannungsbogen zwischen der Romantik und der aktuellsten Kunst, die in Kassel immer noch etwas aktueller ist als anderswo, nämlich die Documenta-Kunst. Und das ist so das Alleinstellungsmerkmal dieses wunderbaren Hauses.